Mein Name ist Michael Hirsemann. Wir betreiben mit meiner Frau seit 30 Jahren das Dreihaus hier in Cottbus in der Innenstadt, haben weitere 3 Angestellte und haben hier auf 200 Quadratmeter Damen und Herren wohnen. Die aktuelle Lage ist so, dass unsere Mitarbeiter zu 99% in Kurzarbeit sind, dass wir hier die ein oder andere neue Ware vorbereiten, dass wir die ein oder andere telefonische Bestellung entgegennehmen und derzeit machen wir gegenüber den Vergleichsmonaten des Vorjahres 90% Minus. Hilfen konnten wir bis jetzt noch gar keinen in Anspruch nehmen. Es ist vielleicht in der letzten Woche klar geworden, wie wir die Anträge stellen können, was wir für Anträge stellen können. Nach 8 Wochen haben wir also noch immer keine genaue Klarheit. Und man sagte uns, in weiteren 5 bis 6 Wochen ist eventuell eine Unterstützung, ich nenne es Entschädigung, weil ich das als ungerecht empfinde, in weiteren 5 bis 6 Wochen ist eventuell eine Entschädigung möglich von anteilig Fixkosten und anteilig Teilwertabschreibung der Ware. Ja, die Mittelstandsinitiative in Cottbus ist das einzige Sprachrohr, was wir im Moment jetzt hier von der Wirtschaft nach außen haben. Von der gesamten Politik in Cottbus, von der gesamten Unternehmerschaft wird zu wenig getan. Wir sind alle zu ruhig. Wir melden uns zu wenig und hier wird wenigstens mal ein Wort nach außen gebracht. Ich wünsche mir von der Politik etwas mehr Fairness, etwas mehr Cleverness. Nach 8 Wochen ist es, in meinen Augen ist es peinlich, nach 8 Wochen noch nicht mal zu wissen, wie ich den Unternehmer unterstütze. Ich möchte den Bundes- oder Landespolitiker sehen, der nach 3 Monaten immer noch kein Gehalt hat. 3 Monate ohne Geld, so geht es den Unternehmern in Cottbus, in Deutschland, die zwangsgeschlossen werden. Und deswegen erwarte ich von der Politik etwas mehr Fairness. Und was ich glaube, ist, dass im Moment der deutsche stationäre Handel und die deutsche Gastronomie mit viel Arroganz der Bundespolitik gegen die Wand gefahren wird. Und da erhoffe ich mir, dass man das erkennt, dass man falsch gehandelt hat. Die Pandemie ist da, aber man hat in meinen Augen falsch gehandelt und ich erwarte eine Öffnung, eine schrittweise Öffnung zum 16.02. diesen Jahres. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir haben hier 200 Quadratmeter, da können gut und gerne 2 Verkäufer und 2 Kunden, ohne sich sehr nahe kommen zu müssen, arbeiten. Für uns speziell erwarte ich eine Öffnung. Wir arbeiten mit Hygienekonzepten, können hier die Kunden bedienen und da ist kein volles Haus. Gehen Sie in die Einkaufsmärkte, gehen Sie auf die Baustellen zu den Baubesprechungen, was dort los ist. Da lachen Sie sich tot, da sind enge Menschentrauben, nennen wir es mal so. Und ich würde erwarten, dass man erkennt, dass eine weitläufig bestuhlte Gaststätte oder ein geringfügig besetzter Laden, ein geringfügig besetztes Geschäft, seine Kunden bedienen kann. Zu guter Letzt vielleicht noch ein Satz zu den Innenstädten von Cottbus, von Deutschland. Wir sind der stationäre Handel. Die Gastronomie wird dort gebraucht. Eine Bitte und eine Forderung an die Politik. Lasst das nicht kaputt gehen. Unterstützt uns. Bearbeitet die Unterstützungen rechtzeitig und öffnet am 16.02. mit Augenmaß. Das wäre für uns sehr, sehr wichtig und vertrauenswürdig. Vor allen Dingen vertrauenswürdig.